Hallo Leute. Wir sehen hier gerade den ersten Schnee. Es schneit, warte, ich zeig's euch. Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Kontakt hier auf meinem Kanal. Ich nehme das Ganze jetzt mal mit diesem Mikrofon auf, das ist das, was ihr gerade hört. Und jetzt seht ihr das, was ich hiermit höre, damit ihr mal so ein, also ich habe hier noch so ein anderes Mikrofon hier hängen, damit ihr mal so einen kleinen Unterschied hört. Ich nehme das Ganze jetzt immer hier von meinem Schreibtisch aus einfach auf, das ist für mich chilliger, das ist da besser, dass ich dann eventuell dieses andere Mikrofon hier nehmen kann, bis ich mir ein neues gekauft habe, was ich diese Woche wahrscheinlich sogar noch machen werde. Aber ich möchte einfach nur gar mal selber so den Unterschied hören, deswegen habe ich das jetzt mal auch hiermit aufgenommen. Ich hoffe, da hört man einen Unterschied und ich hoffe auch, dass das hier besser ist, weil dann habe ich noch einen weiteren Grund, das da oben zurückzugeben. Aber das soll nicht das Thema an diesem Kontakt sein. Das Thema ist ganz einfach, dass mein Internet total rumspackt irgendwie. Ich brauche jetzt mittlerweile, es war ja, mein Internet war einmal für einen Tag weg und seitdem brauche ich für einen Upload 5 Stunden. Davor habe ich so 2 Stunden gebraucht. Das ist mega kacke einfach, weil ich bin YouTuber und ich brauche schnelles Internet und ich kann nicht schnelles Internet haben, weil diese blöde Telekom das irgendwie nicht besser hinkriegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber sonst habe ich ja auch im letzten Kontakt, also am letzten Sonntag, habe ich ja gesagt, dass ich in den Kontagen, in den folgenden Kontagen immer etwas so in der Woche filmen werde und das dann ans Ende packe oder immer mal so zwischendurch und dann einfach so zeige, was ich so über die Woche gemacht habe. Und zwar hat dieser Kontakt gar kein richtiges Thema, weil ich es halt fast vergessen hätte. Ich dachte halt wirklich, ich könnte es diesmal gar nicht machen, weil mein Internet einfach viel zu schlecht war. Aber ich habe mir jetzt einfach die Zeit genommen, das Ganze jetzt nochmal zu machen. Mein Hero lädt gerade hoch, das, wo ich das Living Metal Giant Sword kriege, die Hero-Folge, die heute gekommen ist, die findet ihr auf meinem Kanal. Und sonst ist in dieser Woche eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich habe halt Klausuren geschrieben, deswegen war es ein bisschen stressig und ich war viel zu Hause und habe gelernt. Allerdings war ich am Donnerstag mal einfach so draußen und da war ja Donnerstag oder Mittwoch war ja dieser blöde Sturm, dieser Xaver-Sturm und ich habe gedacht, ich stelle mich einfach mal nach draußen und nehme da ein bisschen was für euch auf. Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin hier gerade im Freien bei uns in der Nähe von der Schule und habe mir gedacht, ich drehe jetzt einfach mal, ich habe ja gesagt, dass im Kontakt immer so am Ende so eine Art, nicht Wochenzusammenfassung kommt, sondern so eine Art so, dass ich immer mal so unter der Woche irgendwas aufnehme, was ich dann halt so nachher hier ans Ende packe. Und jetzt haben wir gerade sturmfrei bekommen, weil eigentlich gleich noch, irgendwie fliege ich fast weg. Es ist echt so krank, ich würde euch das gerne mal zeigen, aber ich möchte nicht zu viel zeigen. Hier stehe ich gerade und hier fliegt echt, also ich werde schon weggedrückt davon, das ist schon krass. Meine Haare sitzen hier noch relativ gut. Ich möchte jetzt nicht jetzt im Hair-Tutorial ausarten, allerdings ist halt echt krasser Sturm, deswegen gehe ich jetzt lieber mal rein. Und ich sehe total fertig aus, weil das Licht auch total blöd einfällt. Ich hoffe, euch geht's gut bei dem Sturm. Ich hoffe, ihr wohnt nicht in Hamburg oder im Norden allgemein. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr könntet mich überhaupt verstehen bei diesem blöden Wetter hier. Und sonst gehe ich jetzt wieder rein. Tschüss, oder es kommt mal noch mehr Ausschnitte. Ja, und das war halt echt nicht gespielt von mir. Also der Wind war echt mega heftig. Wir hatten sturmfrei an unseren Schulen hier in Nordrhein-Westfalen. Ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, das ist dann irgendwie logisch, dass ich dann auch sturmfrei hatte. Und jedenfalls war dieser Sturm halt nicht so krass. Der war ja im Norden richtig heftig, da war ja Sturmflut und alles. Bei uns war es allerdings so, dass der Sturm halt wirklich dementsprechend war, dass Bäume umgefallen sind, dass ein paar Bauzäune bei uns hier nebenan umgefallen sind und dass ich halt einfach fast weggeflogen wäre. Also ich bin halt wirklich so vom Sturm weggedrückt worden und bin dann einen Meter zurückgegangen, lieber mal. Und das war halt schon echt krass. Dann am Freitag bin ich direkt nach der Schule da, ach genau, am Freitag hatten wir auch noch Nachmittagsunterricht frei, weil da bei uns irgendwie Lehrer-Eltern-Sprechtag oder irgendwie sowas war. Das ist, ich bin in der Oberstufe, bin davon dann nicht betroffen. Ich hatte allerdings trotzdem frei und bin danach zu einem Kumpel gefahren, zu Chris, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Da haben wir nämlich schon mal ein Video gemacht auf meinem damaligen Kanal Luca Filmt, der jetzt mein Zweitkanal ist. Da kommen übrigens auch noch Videos, das ist nur mein Zweitkanal jetzt mittlerweile. Und da wollten wir halt dann abends feiern gehen und dann waren wir auch bei Arminia gegen Dynamo Dresden zugucken. Und als ich bei Chris angekommen bin, hat es echt so geschneit da, das war so heftig, da packe ich euch jetzt auch mal hier einen Ausschnitt rein. Yo, Freunde, hi Chris! Hi! Hi! Hallo Leute. Wir sehen hier gerade den ersten Schnee. Es schneit, warte, ich zeig's euch. Wir steppen hier gerade durch Bielefeld, durch die Hood. Laufen gerade einen Berg hoch. Und mein Berg. Was? Mein Berg. Chris Berg. Mein ganzes Handy ist voll mit Schnee und ich gleich auch hier, wenn ich mal die Kapuze absetze, bin gleich wieder voll Schnee. Ich habe ja gesagt, ich hole das erstmal das Handy raus, wenn hier neuer Schnee kommt, wenn hier mal Schnee schneit. Ah, du Pisser! Du Pisser dort, du wirst gleich noch leiden. Ja. Ich habe ja gesagt, ich filme, wenn der erste Schnee kommt. Und so habe ich es nun getan. Ne?
Und ich würde sagen, wenn ich noch irgendwas anderes diese Woche gefilmt habe, hänge ich das jetzt noch hinten dran. Ciao. Ja, das war halt echt mega heftig da. Also es war halt jetzt nicht so ein richtig heftiger Sturm mit richtig heftigen Flocken und alles mögliche. Aber es war auf jeden Fall so, dass es Schnee war und bei uns kam nur immer so ein Regen. Und wenn ihr euch fragt, was Chris auf mich geworfen hat, der hat einfach so einen Schneeball mit Wasser irgendwie auf mich geworfen. Das hat schon relativ weh getan an der Nase. Und danach habe ich ihn auch dementsprechend dann doll getreten. Dann wollte ich eigentlich ein Video mit Chris zusammen aufnehmen, dass wir einfach wieder über irgendwas quatschen. Wir haben das ja schon mal gemacht und einfach über irgendwas gequatscht. Über damals, glaube ich, unnötige Leute in Bus und Bahn. Wir wollten wieder sowas in die Richtung machen, was ich dann halt heute hochgeladen hätte. Allerdings hatten wir einfach keine Zeit, weil wir dann direkt zum Spiel mussten. Dann waren wir abends noch feiern. Da habe ich übrigens auch gefilmt, als wir in dem Space Room waren. Wir waren halt relativ betrunken. Ich glaube, man hört uns nicht richtig. Allerdings habe ich danach nochmal was aufgenommen, wo wir wieder draußen waren. Das beides packe ich euch jetzt mal eben dran. Hallo. Wir sind gerade feiern im Go-Park. Ziemlich geil hier. Hey Leute, es ist, wie spät ist es? 20 vor 4, wir sind jetzt vom Feiern zurück, wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, ne? Christopher? War auf jeden Fall ziemlich cool. Einen Kugelschreiber abgezogen, wie gesagt, dass ich immer so ein paar Szenen ans Ende packe, wenn wir irgendwo unterwegs sind. Wir gehen jetzt noch eben zu McDonald's, hier stehen überall Busse, überall sehen uns Leute. Und ja, das war's auch eigentlich schon, oder? Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, also ich wollte mich nochmal bedanken für das relativ positive Feedback, was ich gekriegt habe. Also ich hatte ja... Okay, Video ist jetzt vorbei. Ja, so war das dann, als wir da feiern waren. Und dann waren wir halt so gegen 6 Uhr wieder zu Hause oder gegen 5 Uhr, ich weiß es gar nicht. Ich habe dann bei ihm gepennt. Am nächsten Tag wollten wir es dann auch nicht aufnehmen, weil wir halt mega fertig waren. Dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren. Das war dann der Samstag, das war gestern. Und dann war ich gestern noch Bundesliga gucken und ich habe auch noch gelernt, weil ich schreibe jetzt morgen und übermorgen wieder eine Klausur. Also Montag Wirtschaftsklausur und Dienstag Deutsch-LK-Klausur und das wird halt wieder total heftig und danach werde ich wieder sowas von viel in YouTube investieren, hoffentlich an Zeit, weil ich danach erstmal keine Klausuren schreibe und dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr im nächsten Kontakt mich besser vorbereiten und vielleicht kommt da entweder eure Kommentare werden beantwortet, also ihr könnt mir jetzt Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder Kommentare, irgendwas zu meiner Person, dann schreibt es jetzt in den Kommentare, also entweder werde ich das machen oder ich werde euch 20 Dinge nennen, die ich total mag, das werde ich dann schon über die Woche aufschreiben, also ihr habt heute bis 24 Uhr Zeit, schreibt, spammt die Kommentare voll, was ihr haben wollt, dann werte ich das aus und dann kommt das nächsten Kontakt, da kommt dann vielleicht kein Wochenzusammenschnitt oder vielleicht ans Ende gepackt und dann werde ich dann hauptsächlich das machen, was ihr diesen Kontakt mir hier vorschlagt. Also ich werde mich bemühen, die nächste Woche einfach jeden Tag irgendwas zu filmen von mir, egal wenn ich auf dem Fahrrad bin oder meinem Fitnessstudio oder egal wo, ich werde mich bemühen, irgendetwas zu filmen für euch und das dann ans Ende zu packen, dass dann so eine Art Wochenrückblick wird. Wenn ich dann weniger Zeit habe, wird das einfach nur sowas, wo ich einfach meine Woche zusammenfasse und einfach dann, ich habe gerade meinen Vorhang geschlagen und halt einfach so spontan ein bisschen quatsche, was ich so die Woche lang gemacht habe. Oder es wird halt wirklich so, dass ich mich dann mal vorbereite, dass, wenn ich ein tolles Thema habe, dann mir dann Infos zusammensuche, irgendwie einen Zettel vollschreibe und das dann versuche, lustig rüberzubringen, wenn ich mir irgendwas vorbereite und dann am Ende nochmal einen Wochenrückblick. Oder es wird halt wirklich nur ein Wochenrückblick. Irgendwie sowas wird dann immer am Sonntag jede Woche kommen. Und wenn ihr Ideen habt, bin ich echt offen für Fragen, offen für Ideen, offen für Kommentare, konstruktive, fruchtbare Kritik. Was könnte ich jetzt noch reden? Ach ja, was ihr auch noch wissen solltet, ist, Christmas Craft kommt so verdammt nochmal unregelmäßig. Am Anfang war eigentlich Dena eingeplant, das hätte super geklappt, dass dann jeder jeden dritten Tag eine Folge gehabt hätte. Allerdings sind es jetzt nur Gom und ich geworden, weil Dena keine Zeit mehr dafür hat, weil er auch schon zu viel im Uploadplan drin hat und alles mögliche. Deswegen machen es Gom und ich jetzt auch alleine und das ist für mich halt sehr, sehr viel Stress, jeden zweiten Tag da eine Folge zu bringen. Bei Hero nimmt man einfach so auf, da kann man einfach so aufnehmen, da kann man schon immer mal was bringen. Aber bei Christmas Craft muss man sich immer nach der anderen Person richten und wir finden echt so wenig Zeit. Ich hoffe, dass diese Woche wieder normal Christmas Craft kommen kann, weil Gom und ich werden jetzt morgen aufnehmen am Montag und dann hoffe ich, dass Dienstag bis Sonntag normal Folgen kommen. Aber ich kann da echt nichts versprechen. Es tut mir leid, dass Christmas Craft jedes Jahr wieder ein Fail ist. Wir müssen halt irgendwie Zeit finden und gerade diese Zeit vor Weihnachten ist nochmal die Zeit, wo richtig viel Klausuren geschrieben werden und richtig Stress ist. Und naja, allerdings fahre ich vielleicht über Weihnachten Skifahren und dann werde ich mit meiner GoPro, die ich hoffentlich zu Weihnachten bekommen werde, ich gehe mal einfach schon davon aus, dass ich die kriege, werde ich dann eventuell ein paar Sachen filmen und auch da werde ich dann im Pool bin und sowas alles. Also um Weihnachten rum und in den Winterferien kommen so geile Kontage, da werde ich richtig geile Sachen machen, da habe ich richtig gute Ideen. Und sonst würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dass ich hier so einen kleinen Rückblick der Woche mal gemacht habe oder es überhaupt hier jetzt mal in Kontakt gekommen ist, würde ich mich über eine Bewertung freuen, egal ob positiv oder negativ. Kommentare bitte unten rein, was ihr für nächste Woche haben wollt und dann würde ich sagen, ciao!